Hallöchen Leute, ich begrüße euch zu One Piece Pirate Warriors und wir sind immer mehr auf Richtung Ende und das macht mich traurig, aber wir müssen weitermachen. So, Afro-Armee oder... nehmen wir mal die Afro-Armee. So, ich habe heute mal wieder ein Thema am Start und zwar, was wäre wenn? Und das klingt jetzt ein bisschen doof, aber das was wäre wenn ist... aha. Ivankov und... Okay, dann nehmen wir Ivankov erstmal. Und danach nehmen wir Dings ins Team. So. Ja, was wäre, wenn? Das ist ein ganz schön interessantes Thema, auch wenn es jetzt, glaube ich, gerade gar nicht so klingt. Was wäre, wenn? Das kann man auf ganz viele Kleinigkeiten beziehen. Und das, finde ich, macht dieses Thema so interessant, muss ich einfach mal sagen. Denn würden wir... So, ja. Erstmal Struktur, Leute. So. Würde man einen kleinen Schritt im Leben anders machen, könnte das Leben von dir oder von jemand anderen komplett anders sein. Das ist ein unglaublich interessantes Thema, auch wenn das jetzt noch nicht so klingt. Stellt euch mal vor, ihr fahrt auf, ihr steigt in einen Bus ein und ihr steigt eine, sag ich mal, Haltestelle zu spät aus. Das alleine ändert schon euer komplettes Leben. Das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber da könnte man schon auf die kleinste Kleinigkeit eingehen und sagen, ja, was wäre, wenn ich da jetzt nicht so rangegangen wäre, wie ich rangegangen bin? Was wäre, wenn ich einen kleinen anderen Schritt gegangen wäre? Was wäre... ja, das ist unglaublich, was für eine Auswirkung das haben kann. Man könnte einen Schritt anders gegangen sein und... ja, das ist jetzt daran schuld, dass du, oder es ist der, dein Glück, dass du jetzt zum Beispiel nicht vom Autounfall betroffen wärst. Oder du könntest mal einen Tag zu spät kommen und irgendwo könnte es brennen. Aber dich hat es nicht getroffen, weil du bist einen kleinen anderen Schritt gegangen. Und deswegen bist du der Sache, sag ich mal, entkommen. Und jetzt macht euch mal Gedanken darüber, wie oft man, ich sag mal in Anführungsstrichen schon mal irgendwas, durch eine Kleinigkeit entkommen ist. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Wenn man mal überlegt, ich bin jetzt mal, ich kann doch nicht mal was anderes sagen. Also es gibt natürlich auch viel größere Themen, wo man sagen kann, das hätte natürlich mega Auswirkungen auf mein Leben haben können, aber es gibt halt auch schon die Kleinigkeiten, wo man sagt, Da ist das so gelaufen, deswegen ist mein Leben so und so verlaufen. Und diese Kleinigkeiten, das ist einfach so unglaublich erschreckend, dass ich mir manchmal gar nicht ausmalen möchte, was passiert wäre, wenn ich irgendwelche Sachen wirklich massiv anders gemacht hätte. Macht euch mal Gedanken drüber. Macht euch wirklich mal Gedanken drüber. Das ist ein sehr, 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 sehr interessantes Thema, wirklich. Anders kann ich es nicht sagen. Ich kriege das auch nicht so richtig zusammengefasst, weil ich glaube, dass diese Auswirkungen viel zu groß sein können, dass man das in einem Video zusammenfassen kann. Was wäre gewesen, wäre ich zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel mal, der 11. September ist da so ein gutes Beispiel für. Vielleicht wisst ihr das, dass der Macher von den Family Guys eigentlich hätte in dem Flug sitzen sollen, der ins World Trade Center, in die World Trade Center geflogen ist, also eins von den beiden. Jetzt stellt euch mal vor, der wäre nicht zu spät gekommen, dann wäre dieser Typ jetzt tot. Stellt euch mal vor, ihr würdet im Bus sitzen. Nein, nicht wieder im Bus sitzen. Wir können nicht immer im Bus sitzen. Nein, wir können nicht immer im Bus sitzen, das geht nicht. Stellt euch mal... Ah, da oben sind aber mehr. Dann schnappen wir uns lieber die. Stellt euch mal vor... Ihr würdet jemanden anrempeln und würdet deswegen mit dem kurz ins Gespräch kommen. Vielleicht auch mit dem streiten. Aber dadurch, dass ihr den angerempelt habt, ist er jetzt vielleicht auch wieder einen leicht anderen Weg gegangen. Und deswegen seid ihr der Grund, warum er jetzt vielleicht noch lebt. Oder seid ihr vielleicht der Grund, warum jemand tot ist. Das ist so unglaublich krank. Ich glaube, mit Ivankov stelle ich mich hier besser. Jede kleine Auswirkung kann eine Riesenauswirkung auf ein Leben eines anderen haben. Und das finde ich so gruselig, wofür man dann einfach gar nichts kann. Seid ihr dann
indirekt schuld, dass es einer Person vielleicht jetzt nicht mehr gut geht. Und nicht mit Absicht, sondern aus, sag ich mal, Anführungsstrichen, Zufall ist jetzt das falsche Wort. Durch eine unbewusste Fehlentscheidung. Keine bewusste Entscheidung, natürlich gibt es auch bewusste Entscheidungen, wo man sagen könnte, ich weiß jetzt nicht, was ich verkackt habe, ist mir aber auch relativ egal, bei dem man dieses Was-wäre-wenn-Ding anwenden kann. Aber bei diesen unbewussten Sachen finde ich das eigentlich noch viel interessanter und viel erschreckender, weil man das einfach so gar nicht auf den Schirm hat. Was wäre, man wird vielleicht so viele Menschen nicht kennen, mit denen man jetzt vielleicht so ganz viel aus seinem Leben teilt. Ich überlege schon alleine, hätte man sich vielleicht in der Schule anders neben jemand anderes gesetzt, würde da vielleicht eine komplette Freundschaft fehlen, die man jetzt, die man seit Jahren hegt und pflegt. Nur weil man sich dann in dem Moment nicht, sag ich mal, richtig entschieden hat, sich den richtigen Platz auszuwählen. Ja, dadurch hätte man jetzt zum Beispiel vielleicht einen ganz anderen Freundeskreis. Oder gehen wir mal noch weiter. Hätten eure Eltern vielleicht mal zwei Tage später gebumst und ein Kind zu kriegen statt euch, dann würdet ihr jetzt gar nicht existieren. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man sich gar nicht so Gedanken drüber macht. Aber wenn man jetzt so mal im Nachhinein drüber nachdenkt, macht das wirklich alles viel Sinn, was ich hier sage. Oder zumindest ein bisschen. Na, sagen wir mal ein bisschen. Nicht viel, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass das der Fall ist, dass ihr dann vielleicht gar nicht existieren würdet. Vielleicht würde ich dann auch gar nicht existieren. Und das kann man immer weiterspinnen. Was wäre, wenn man jetzt selber nicht existieren würde? Wie würde es den anderen Menschen in seiner, die man jetzt in seiner Umgebung hat, gehen? Würden die genauso aufwachsen? Wären das komplett andere Menschen? Oder wären die so geprägt von euch, dass die vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben? Vielleicht wären sie jetzt viel erfolgreicher. Oder vielleicht wären sie auch, sag ich mal, deutlich abgefuckt und hätten ihr Leben gar nicht im Griff. Und ihr seid der Grund, warum die ihr Leben im Griff haben. Ha, ich mag das Thema. Was ist hier los? Warum streitet ihr euch jetzt schon wieder, Ruffy? Warum streitet ihr euch jetzt wieder? Kannst du mir das mal erklären? Du kennst seine Fähigkeiten doch mittlerweile schon. Warum musst du dir die jede 2 Sekunden neu angucken? So, komm, geht drauf. Zack. Ah, läuft auf jeden Fall. Besser als erwartet. Aber das ist so krank und ich finde das so geil. Und ich finde, dieses Thema kann man so in die Länge ziehen. Mich wird das wirklich mal interessieren. Es gibt ja so eine... diese schöne Weihnachtsgeschichte dazu, was wäre... Nee, war das die Weihnachtsgeschichte? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was wäre, wenn man selber nicht existieren würde, was aus dem Menschen geworden wäre? Vielleicht würden sich auch jetzt irgendwelche Beziehungen, die, wo Menschen sich durch euch kennen, gar nicht existieren, weil die sich nie kennengelernt haben. Das sind natürlich auch so Aspekte, die es gibt. Das ist... Oh, ich mag das Thema. Oder ihr hättet eure Brille wirklich bei Fiemann gekauft. Ach ja, das ist aber schon wieder ein anderes Thema. Was würdet ihr anders machen? Obwohl, da können wir auch mal ein bisschen drauf eingehen. Was würdet ihr in eurem Leben anders machen, wenn ihr die Chance dazu hättet, wenn ihr das Leben jetzt nochmal leben würdet? Ist auch sehr geil, ehrlich gesagt. Ein sehr, sehr, sehr geiles Thema. Wo ich sagen muss, auch sehr schwierig und ein sehr überforderndes Thema, aber ein sehr, sehr, sehr geiles Thema. Was mir auch sehr viel, ja, was mich oft zum Nachdenken bringt. Wäre es sinnvoller gewesen, würde man jetzt noch in anderen Beziehungen stecken, wenn man für Sachen vielleicht ein bisschen mehr gekämpft hätte, würde man vielleicht jetzt, wenn man seine Schule besser abgeschlossen hätte oder schlechter, ein ganz anderes Leben führen. Oder wo wird das hinführen? Was wäre, wenn man ein anderes Elternhaus gehabt hätte? Was wäre, wenn man manche Sachen vielleicht mal ein bisschen mehr schätzen zu wissen, zu schätzen gewissen hätte, genau, gewusst hätte? Wäre man dann ein anderer Mensch? Wäre man dann ein besserer Mensch? Wäre man dann ein schlechterer Mensch? Würde man gerne ein anderer Mensch sein? Das ist alles so eine Frage. Wäre man in der Situation, wenn man das andere Leben führt, auch der Meinung, dass das vielleicht so, wie es jetzt ist, ohne es natürlich zu kennen, das bessere Leben wäre? Sind wir jetzt, sag ich mal, im Superlativ des
im besten Wege unseres Lebens. Das weiß man alles ja nicht. Das ist so eine Sache. Das ist... Boah. Kann man sich so viele Gedanken drüber machen. Natürlich kennt man von den meisten Menschen ja nicht die Vorgeschichte. Dementsprechend kann man nicht hundertprozentig sagen, wie das jetzt alles wahrscheinlich wäre. Aber es wäre interessant, wenn man es könnte. Sagen wir es mal so. So. Ja, das war mir schon klar, dass Buggy nicht der feindliche Kommandant war. Gucken, wer der feindliche Kommandant ist. Viper. Oh, wie süß. Der kleine Viper möchte wieder vom Kinderspielplatz abgeholt werden. So. Wo ist er denn? Ach, da ist er sogar schon. Ja, komm. Kriegst du gleich mal auf die Fresse. Will nur Corby noch ein bisschen mit einbeziehen. So, sehr schön. Aber unglaublich geiler Gedanke, wirklich. Macht euch mal Gedanken darüber. Kann man auf jeden Fall eine Menge Spaß mit haben oder auch viel darüber philosophieren. Das kann man natürlich auch über andere Leben machen. Was für Auswirkungen ein Leben vom anderen hätte, wo man vielleicht geschichtlich ein bisschen Bescheid weiß, wenn es den nicht gegeben hätte. Was wäre zum Beispiel, wenn es Hitler nicht gegeben hätte? Wie wär unser Leben dann? Hätte es vielleicht einen anderen Weltkrieg gegeben, der vielleicht noch einen größeren Ausmaß genommen hätte? Oder wären die Menschen naiver, als sie jetzt sind? Und das ist alles so eine Sache. Das kann man alles nicht sagen. Man kann einfach nur reininterpretieren. Aber dieses Reininterpretieren ist für mich immer so eine... Ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Sagen wir es mal so. Vielleicht ein bisschen zu gerne, aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber... sich einfach mal mit dem Gedanken zu befassen, dass das Leben hätte anders sein können, wenn man manche Entscheidungen anders getroffen hätte und die noch nicht mal wirklich, sag ich mal, schwerwiegend sein mussten, ist schon eine geile, geile Sache. So, Viper, jetzt kannst du aber mal sterben, ne? So. Tschüss. Tschüss, tschüss. Viper, wo bist du? Da, okay. Ja, du bist doch da auch drin gefangen. Warum kannst... Na komm, jetzt haben wir dich aber. Tschüss. So, damit müssen wir die Mission beendet haben. Sehr schön. Motherfucker, Mittelfinger in euer Gesicht. Sehr schön. So wünsche ich mir das doch hier. So, SSS, wunderbar. So. Sehr schön. Na, ich war klar, dass da wieder nichts für Lore dabei war. Ah, sehr schön. Die Weisheit des Schiffarztes fehlt uns noch. Ah, ich benutze die ganzen Fähigkeiten ja nicht gar nicht so richtig. Ist ein bisschen blöd eigentlich. So, gehen wir mal einmal ein Schrittchen weiter. So, was haben wir denn hier? Ne, Level 25 Mission. Legen wir mal los. Mal gucken, was wir uns da hier Schönes erwartet. Macht auf jeden Fall mal Spaß, auch mit anderen Charakteren zu spielen, auch wenn Law jetzt auch nicht mein Favorite-Charakter in dem Spiel ist. So, da haben wir da Flamingo. Ja, dann nehmen wir doch mal Ace ins Team. Der müsste sowieso bald auf Level 5 sein. Oder ich glaube, der war sogar schon auf Level 5, weiß ich gar nicht. Erstmal Ace und dann nach Balimi. Nee. Komm da, Flamingo, ich komme. Was ist dein scheiß Problem, hä? Nimmst du hier meine Truppen auseinander? Ich glaube nicht. Brauchst du gar keine Chance ausmalen. So. Alter. Okay, kannst du doch einen ausmalen. Ich nehme alles zurück. So, zack. Machen wir erstmal ein paar tot hier. So. Ich denke mal, wenn wir jetzt einmal hier mit dem Dings angehen, müssten wir auch schon, ich hoffe, ein Dings voll haben. Nee, das war gar nichts. Das habe ich mir ein bisschen besser erhofft, scheiße. Ah, aber dafür haben wir da Flamingo gleich platt. Stirb. Stirb. Was habe ich gerade gesagt? Du sollst sterben. Tu es. So kriege ich Ace nicht voll. So, jetzt, das sollte reichen. Das sollte reichen, komm. Zu. Ah, wer stört denn hier? Wer hilft denn hier? Ah, immer noch nicht ganz voll. Hallo, ich will mit Ace zusammen angreifen. So, was kannst du? Das ist, geht so. Haben wir noch was Schöneres? Ja, das sieht besser aus. Ja, zum Ausrufezeichen bringen ist das aber auch nicht gut. Ja, da werde ich mit Bellamy bessere Chancen haben. Ach, komm. Mach den scheiß Flamingo platt hier. Kann doch nichts. So, komm. Guckt euch das mal an, wie viele Gegner wir schon zerstört haben. Ah, komm schon. So, dankeschön. So, genau. Jetzt machen wir erstmal alles voll. Alter, wie viel kommen denn hier noch?
nicht so gut, wie ich es mir erhoffe. Nee. Dann haben wir noch Corby, der jetzt kommt. Jetzt lassen sich aber auch alle blicken, ne? So, komm. So, Kizuna, zack. Jetzt legen wir aber richtig los hier. Ja, das ist wirklich ein interessantes Thema. Ich weiß, ich lasse mich hier schon wieder von dem Spiel ablenken. Das passiert leider manchmal. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir immer Bock macht, sowas. Ganz viel philosophieren. Was wäre, wenn? Das ist echt cool. So. Und Attacke. Ich hoffe, das wird jetzt mal richtig schön was hier auslösen. Großes Flammenangebot. So. Sehr schön. Ah, so sieht es doch schon besser aus. So, dann jetzt mit Balemi. Ich wollte hier gerade mal richtig draufhauen, du Arschloch. So. Enel ist aufgetaucht. Das interessiert mich gerade im Feuchten, ehrlich gesagt. Wohl, eigentlich können wir auch mit gegen Enel kämpfen gehen. Aber Enel wird wahrscheinlich jetzt hier eh hinkommen. So, sehr schön. Greif an. Jawohl, das ist besser. Auf jeden Fall besser als Ace. Jetzt muss ich mir aber erstmal ein bisschen Platz schaffen. Das geht hier gerade gar nicht. Corby nimmt mich ein bisschen zu sehr auseinander. Ah, Perona kommt auch noch. Super. Mein Lieblingsgegner, wie jeder mittlerweile weiß. So. Tschüss. So, so langsam könnten wir mal wieder einen Kizuna voll kriegen. Das wäre schon mal ganz gut. Wo ist denn jetzt schon wieder der Corby unterwegs? Ach, da. Tschüss. Ah. So, dankeschön. Jetzt räumen wir hier erstmal auf. Jetzt reicht's mir nämlich. So. So. Da ist irgendjemand kurz vor der Flucht. Geht gar nicht. Alter, was ist denn hier los? Kommt von überall. Alter. Ja, so haben wir unseren Rang wenigstens schnell voll. Ja, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich, statt, darf die auf den Kontrollraum? Ja, darf sie. Okay. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt statt aufzunehmen wahrscheinlich, schon ein paar Erledigungen gemacht hätte, dann wird mein Leben jetzt wieder auch wieder ganz anders verlaufen. Das ist so krank. Unglaublich, das ist wirklich so krank. So, Corby machen wir mal eben platt. So, gucken wir mal, dass wir schnell ihn wieder auf Level 2 kriegen. Sehr gut, das sollte schnell gehen. So, wo haben wir denn noch Gegner? Da haben wir noch Corby und Ace sind da gerade am Kämpfen. Okay, dann helfen wir ihm mal. So, zack. Sehr schön. So, Corby, jetzt kriegst du auf die Fresse. Jetzt reicht es mir nämlich. Jetzt reicht es mir wirklich. So. Auf jeden Fall haben wir den Rang schnell voll. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich werde den jetzt auch mal mit einem Spezialangriff angreifen. Das macht hier nämlich überhaupt keinen Sinn mehr. Als ich hier durchziehe. So, tschüss. Sehr schön. So, Heldenpower ist schon mal beendet. Das ist schon mal gut. So, komm. Genau. Machst du alle platt. Ich greife hier überhaupt nicht den an, den ich angreifen muss, oder? So, da ist er. So. So langsam könnte der Corby, gute Corby nämlich mal drauf gehen. So langsam reicht es mir nämlich. So, Alter. So, komm. Greif an. Ich würde gerne nochmal in Kizuna gehen. Dann würde ich da gerne nochmal richtig hart einfach passen. Was ist denn los mit dir? Geh doch mal drauf jetzt. Langsam reicht's. Hab ich den schon wieder nicht erwischt? Mission gescheitert, was auch immer. Das interessiert mich jetzt hier gerade relativ wenig. So, komm, dann greifen wir mal so an. Vielleicht haben wir so eine bessere Chance. Alter. Ich komme gar nicht bis zu dem hin, ne? Das ist das Problem. Komm jetzt her. So. Corby. Ja, du kannst springen, toll. Ich kann dich töten. So, siehst du? Kann ich wirklich. Zwar lange gedauert, aber ich kann's. So, er ist im Rückzug, dann können wir da hinten erstmal hingehen, da wo die zwei Trüppchen stehen. Dann können wir nochmal eben den Rang voll machen und dann werden wir uns relativ hier beeilen, um hier durchzukommen. So, langsam reicht's nämlich. So. Fette Gegnerwelle, da habe ich Bock drauf. So, la, hau drauf. So. So, kommt. Perona ist irgendwo auf... Ach, die ist hier irgendwo, okay. Wo ist die Alte? Ach nee, jetzt hat die jetzt schon wieder gemacht. Boah, geht mir auf den Sack, ey. Geht mir richtig auf den Sack von der Alten. Ja, wenigstens haben wir den Rang schon mal voll. So, Attacke. So, hat auf jeden Fall schon mal gut Schaden gekriegt. Ich hätte sofort einen Kizuna auf die starten sollen, ey. So,
Da haben wir sie. Ich kann nur hoffen, dass ich die jetzt hier relativ gut auseinandernehme. So, dann machen wir es wieder so. Ist mir jetzt scheißegal. Auf den Rang müssen wir jetzt nicht mehr aufpassen. Das ist schon mal gut. Und den Kizuna werden wir jetzt nicht starten, weil... Hat ja im letzten gerade auch so gut geklappt. So. So, komm. Stirbt alle. So, was müssen wir denn jetzt hier noch besiegen? Viel dürfte ja jetzt wirklich nicht kommen. Schön, dass du Yabura erreicht hast. Das interessiert mich aber gerade nicht so viel. Okay, vielleicht interessiert es mich doch. Da hinten ist nämlich ordentlich was los. Die müssen wir alle töten. Ja, ja, laber nicht, Bellamy. So interessant bist du auch nicht. So. Boah, da gibt es ordentlich was abzuräumen. 4 Stück, sehr schön. Dann müssen wir gleich nur noch den Endboss fertig machen. Dann haben wir es auch schon. Ach, Perona meldet sich auch mal zu Wort. So, okay, auf geht's. So, greift an, meine Jungs. Wir müssen hier uns ein bisschen durchwursteln. Oh, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das sieht doch schon besser aus. So, Yabura, was ist los mit dir? Hast du Bock auf die Fresse zu bekommen? So, ich bin mal gespannt. So, los. Auf die Fresse. Aber richtig, so. So, okay, dann machen wir jetzt noch einen Kizuna und dann sollten wir hier auf jeden Fall die meisten Gegner weg haben. Hoffe ich zumindest. Großes Flammenangebot. Snipe. So, Attacke. Der hat auf jeden Fall ordentlich gesessen. Sehr schön. So. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen aufräumen. Arbeiten. Na, wer lässt sich denn jetzt hier noch blicken? Ja, ja, Bura, du bist tot. Das ist dein Problem, nicht meins. Nicht meins. So, machen wir uns mal wieder hier auf Level 2. Das sollte, glaube ich, reichen. Swipe. Das war nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Naja, egal. So. Kommt. So. Hallo, beruhigt euch, beruhigt euch. Ich mache euch fertig. So, Level 2, ne? Komm. Jetzt aber. Du hast Brook gerettet. Ja, kein Problem. Mache ich doch gerne. So. Ach, jetzt kommt natürlich Brook ins Team, ne? Komm, machen wir nochmal eben voll. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt so viel erwische, wie ich erwischen wollte. Wahrscheinlich nicht. Nein, nicht mal ansatzweise. So. Kommt mal alle her. Jo, das sollte aber reichen. Brook. Komm. Ach, mein Gott. Das nervt. So, Markus erschien. Okay, das wird auf jeden Fall ein nicht ganz so leichter Kampf. Weil Markus ein ziemlicher Badass. Ja, geht so. So Badass ist er jetzt auch nicht. Aber kann schon Probleme machen. So, ich mach mal eben kurz Brook auf 2. Dann kann ich zumindest mit 2 angreifen indirekt. So, komm. Was hast du für eine schöne Attacke? Das sieht doch gut aus. Dann kannst du diese Einfrierattacke. Ja, die ist aber auch gut. So. Das sollte dann deutlich schneller gehen. So, komm. Alter, wir haben fast 4000 Gegner platt gemacht hier. Wir werden noch vier... Wir haben 4000 Gegner platt gemacht. Ich nehme alles zurück. So, komm. Brook. Na, das war nichts. Egal. Gehen wir zum Marco, machen den eben platt und dann beenden wir den Part auch. Und irgendwo hat mein Handy vibriert. Ich weiß nur nicht, wo ich es gelassen habe, ehrlich gesagt. So. Attacke. Los. Brook, greif an. So, komm. Alter, das war eine geile Attacke. So, komm. Wo ist denn Marco? Ach, da, okay. Wir können gleich in Kizuna gehen. Danach wird es sowieso einfacher. So. So, komm. So, ab. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's richtig los. So, wo bist du, Marco? Ne? Ist ja immer noch große Fresse? Glaub, das solltest du dir jetzt mal sein lassen hier. Kannst dir schenken. Top ist jetzt so eine Chance gegen Brook Law und ich habe vergessen, wen wir noch drin haben. Ist mir auch egal. Das ist verkackt, Kollege. So, mach euch deine Heldenpower. Die wird dir aber nicht viel bringen. So. Gucken wir mal, dass wir dich noch vorab ein bisschen geschwächt kriegen. Und dann wirst du hier wirklich Sunat vom Allerfeinsten. Das sag ich dir aber. So, komm. Ja, so richtig dran kommen wir noch nicht. Okay. Marco, komm her.
So. Alter, hier geht die Post ab. Ach stimmt, Bellamy. So, und... ich denke mal, das wird das Ende sein, ja. Großes Flammenangebot. Ace hatten wir auch noch, stimmt. Ekakiuta. So, tschüss. Haben wir ihn? Haben wir nicht, okay. Ich hoffe, das tut weh. Ja, das tat weh, sehr schön. Dann haben wir ihn jetzt aber. Komm. Komm, Marco, jetzt lass dich doch hier nicht, ja. Map, okay. Super, Leute. Damit kommen wir dem Ende des Traumlogs immer näher. Oh, ich bin immer noch traurig. So, S, 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 ganz viel S. So, wunderbar. Nö, brauchen wir nicht. Gut. Sehr schön. Erlange 2400 in einem Kampf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen... oh, haben wir im nächsten Part wieder ein Kopfgeld? Ist das? Schon wieder, hier morgen. Ja, den würde ich offscreen machen. So, okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit, ja, One Piece Pirate Warriors. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!